überlegener Meistertitel in der Frauenlandesliga, über 200 Tore geschossen. Heute gab es ein 12:0 Schützenfest für die FC Mohren Dornbirn Ladies. Bei mir steht jetzt die Leonie Salzgeber, ÖFB U17 Nationalspielerin. Etwas Schöneres gibt es wahrscheinlich nichts, als im ersten Jahr mit FC Dornbirn das Double zu schaffen. Gratulation von www.vol.at. Was sagt die Leonie Salzgeber selber dazu? Ja, also zuerst mal vielen Dank. Ja, es hätte eigentlich nicht besser laufen können. Wir haben unsere Ziele eigentlich in der Liga gut umgesetzt, einfach jedes Spiel einfach mit Bravour zum Absolvieren und einfach immer daraus lernen. Und ja, jetzt das Double zum Holen ist schon extrem toll. Da es gab Halbfinale gegen Rankwell zum Gewinnen, ist schon genial gewesen. Und jetzt so ein Finale zu spielen, also wir sind überglücklich, doch. Und die Kapitänin hat den Schlusspunkt gesetzt, hat das Dutzend voll gemacht. Ja, genau, mir ist noch 12. Tor gelungen. Ja, bin ich glücklich, aber im Endeffekt ist nicht wichtig, wer die Tore macht, sondern die Tore schießen wir als Team. Jetzt ist eine Mega-Saison fast zu Ende. Was nimmt man mit in die neue Saison? Ja, einfach, dass wir immer dranbleiben, dass wir immer das umsetzen, was wir uns vornehmen. Und natürlich einfach so eigentlich weitermachen, Cup natürlich wieder fokussieren. Und ja, wir genießen jetzt einfach mal das Double heute. Kann man unglaublich stolz sein auf die Mannschaft als Kapitänin? Sind viele junge, hochtalentierte Kickerinnen in der Mannschaft und da kann man auch viel in der Zukunft dann erwarten? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ein extrem junges Team und ich bin auf jede einzelne Spielerin voll stolz. Die haben das alle super geleistet, super gekämpft und wir haben auch ein sehr hochtalentiertes Team, einfach ein extrem gutes Niveau und ich denke, da wird man einige Spielerinnen in der Zukunft sehen. Und der Zusammenhalt in der Mannschaft ist unglaublich. Ja, der ist enorm. Ich denke, man kann das auf dem Platz so erkennen, dass wir einfach super Harmonie haben. Und das ist einfach extrem wichtig im Team und das haben wir. Was sind die nächsten Ziele von der Leonie Salzgeber selber? Sie ist ja vor kurzem mit Österreich von der EM zurückgekehrt. Ja, also die Europameisterschaft war ein gigantisches Erlebnis und ich denke, als Sportler erlebt man das nicht so oft im Leben. Darum hat man da extrem viel mitnehmen können und war ein super Erlebnis. Ja, jetzt erst mal das Double genießen, das war auch mal ein Ziel und ja, langfristig dann natürlich ins U19-Nationalteam aufzusteigen. Heute hat die Sabrina Horvath den Ankick gemacht, die Nationalspielerin vom A-Team. Vielleicht macht das die Leonie Salzgeber dann in 4-5 Jahren auch im A-Team. Ja, also 4-5 Jahre ist ein guter Zeitraum, aber ich denke, man muss einfach Step by Step jetzt mal denken, aber ein langfristiges Ziel wäre das A-Team auf jeden Fall, aber ich muss sagen, es ist vom U19 dann auch nochmal ein riesiger Schritt ins A-Team. Und ja, sagen wir, was die Zukunft so bringt. Jetzt wird einmal zuerst gefeiert, riesig, oder? Ja, genau, ich denke, so einen Double-Sieg darf man schon mal feiern. Danke, Leonie Salzgeber, nochmals Gratulation zum Double und alles Gute für die Zukunft. Ebenfalls, Dankeschön.